Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. 3,5 Wochen nach den Anschlägen auf Pendlerzüge in Madrid ist den spanischen Ermittlern ein entscheidender Fahndungserfolg gelungen. Bei einer Razzia in einem Madrider Vorort stellten Polizisten gestern Abend den mutmaßlichen Drahtzieher sowie mindestens 3 seiner Komplizen. Um ihrer Festnahme zu entgehen, sprengten sie sich in die Luft. Dabei kam auch ein Polizist ums Leben. Es war 21.03 Uhr, als der Sprengsatz mitten in einem Wohnviertel explodierte. Amateuraufnahmen eines Nachbarn, der beobachtete, wie sich die Terroristen in die Luft sprengten. Allah ist groß, sollen sie vorher gerufen haben. Panik, aber der Wohnblock war vorher evakuiert worden. Unter den Toten haben die Ermittler mindestens 3 Männer identifiziert. Einen von ihnen nennen sie das Gehirn der Anschläge des 11. März, den Tunesier Serhan Ben Abdelmajid. Damit haben wir die Kerntruppe der Attentäter, sagte Innenminister Acebes. Die bereits im Gefängnis sitzen und jetzt diejenigen, die sich mit diesem kollektiven Selbstmordanschlag umgebracht haben. Heute Nachmittag dann offizielle Trauerfeier für den Beamten der Spezialeingreiftruppe der Polizei, der durch die Explosion getötet wurde. 15 weitere Polizisten wurden schwer verletzt. Das Haus, in dem sich die Verdächtigen verschanzt hatten, fast vollständig zerstört. Im Schwimmbad fanden die Ermittler einen Toten, der einen Sprengstoffgürtel um den Körper trug. In den Trümmern wurden 10 weitere Kilo Sprengstoff und 200 Kupferzünder sichergestellt, von derselben Sorte, die am 11. März verwendet worden war. Unklar ist noch, ob möglicherweise weitere Verdächtige flüchten konnten. Die Ermittler scheinen den Attentätern des 11. März immer näher auf die Spur zu kommen. Aber die spanische Bevölkerung beruhigt das keineswegs. Die Ereignisse dieses Wochenendes vermitteln hier vielmehr den Eindruck, es sei kein Ende des Terrors abzusehen. Der französischen Polizei ist erneut ein schwerer Schlag gegen die baskische Separatistenorganisation ETA gelungen. In einem Dorf etwa 60 Kilometer südöstlich von Bayonne entdeckte sie ein Lager für Raketen und Sprengstoff. Möglicherweise wurden dort auch Waffen hergestellt. Die Polizei nahm 2 Personen fest. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sie in Südfrankreich ein Waffenlager ausgehoben und mehrere mutmaßliche ETA-Führungsmitglieder inhaftiert. Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in der irakischen Pilgerstadt Najaf sind mindestens 24 Menschen getötet worden. Anhänger eines radikalen Schiitenführers hatten sich zu Protesten vor dem Hauptquartier der spanisch geführten Besatzungstruppen versammelt. Dabei kam es zu einem Schusswechsel zwischen Demonstranten und Soldaten. Anhänger des radikalen Schiitenführers Moqtada as-Sadr hatten den spanischen Stützpunkt und zivile Behörden in der heiligen Stadt Najaf angegriffen. Die Koalitionsstreitkräfte erwiderten das Feuer und schossen in die Menge. Bei den Gefechten kamen auch 4 Soldaten aus El Salvador ums Leben. Grund für die Aggression der Schiiten war die Verhaftung eines Sprechers von as-Sadr. Heute Morgen hat eine Gruppe von Leuten in Najaf die Grenze überschritten und Gewalt angewendet. Dies werden wir nicht tolerieren. Auch in Bagdad kam es zu Protesten von Schiiten. An mehreren Plätzen wie hier vor dem Palestine Hotel blockierten sie trotz Aufforderung der Amerikaner, sich aufzulösen, die Straßen. Wenn unsere Führer uns das Startzeichen geben, werden wir keine Sekunde lang zögern, in den Kampf zu gehen und unser Leben für Moqtada as-Sadr zu opfern. Eine kleine gewalttätige Gruppe löste sich von der Demonstration und versuchte vergeblich, die nahe Polizeistation zu übernehmen. Durch die Schießereien wurden mehrere Menschen verletzt. Am Mittwoch die grausame Verstümmelung amerikanischer Zivilisten durch aufgebrachte Sunniten. Heute nun zunehmende Gewalt im Umfeld radikaler Schiiten. Noch halten ihre geistigen Führer sie mühsam zurück. Doch sollten die Schiiten sich einmal erheben, wird es zu einem wochenlangen Blutbad kommen. Ereignisse wie die heutigen sind kleine, gefährliche Schritte auf dem Weg in diese Richtung. Bei der Präsidentenwahl in der Slowakei hat sich der nationalistische frühere Ministerpräsident Mečiar im ersten Durchgang überraschend an die Spitze gesetzt. Mečiar tritt in 14 Tagen gegen den Zweitplatzierten, den rechtsgerichteten Politiker Gašparović, an. Der Kandidat der Regierung, Außenminister Kukan, kam auf den 3. Platz. Mečiar hatte die Slowakei während seiner Regierungszeit in den 90ern durch seinen autoritären Führungsstil international weitgehend isoliert.
Vor 10 Jahren begann in Ruanda der Völkermord extremistischer Hutu an der Minderheit der Tutsi. Dem Gewaltexzess fielen innerhalb von 3 Monaten mindestens 800.000 Menschen zum Opfer. Heute begann in der Hauptstadt Kigali eine internationale Konferenz, mit der das Land versucht, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Der wohl schnellste Völkermord der Neuzeit. Wie hätte das Morden verhindert werden können? Welche unrühmliche Rolle spielte die Kirche? Damit beschäftigen sich Experten aus aller Welt unter der Schirmherrschaft des ruandischen Präsidenten Paul Kagame. Unweit vom Tagungsort das umstrittene Mahnmal für die in der Hauptstadt ermordeten Tutsi in Form einer Kirche. Selbst die Frauen legen Hand an, helfen den Bautrupps die Massengräber an der Holocaust-Gedenkstätte für den Jahrestag herzurichten. Denn nun ist klar, es ist der Wunsch der Bürger Kigalis, die Gebeine der Opfer hier würdig zu begraben. Keine Vitrinen wie in anderen Holocaust-Denkmälern, die Opfer wollen hier trauern können. Ich halte das für einen Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zur Versöhnung, zu mehr Demokratie und zum Wiederaufbau Ruandas. Nur wenn wir die Opfer anerkennen und ihnen einen Platz für ihre Trauer geben, können wir, das heißt Täter und Opfer, wieder Seite an Seite zusammenleben und Ruanda wieder aufbauen. Der steinige Weg zur Wahrheit. Sowie die Arbeiten an dem wohl bedeutendsten Mahnmal zum Völkermord in der Hauptstadt Kigali auf Hochtouren laufen, so ist das ganze Land mit seiner Vergangenheitsbewältigung beschäftigt. Erst jetzt, 10 Jahre nach dem Genozid, ist das Schweigen gebrochen, sind die Menschen in Ruanda überhaupt in der Lage, über den Völkermord zu sprechen. Den Mördern zu verzeihen, das wird der nächste Schritt sein, ein gewaltiger, den nur die Gesellschaft als Ganzes bewältigen kann. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat heute Einzelheiten zu einem versuchten Anschlag auf einen ICE in Nordrhein-Westfalen zwischen Kamen und Nordbögge mitgeteilt. Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen. Bislang gäbe es keine Hinweise auf terroristische Hintergründe. Unbekannte hatten gestern diese Metallplatten auf den Schienen befestigt. Durch eine Notbremsung konnte der Lokführer ein mögliches Unglück bei einem Autobahnkreuz verhindern. Alle 200 Reisenden blieben unverletzt. Maßarbeit auf dem Weg zum Meer. Hier auf der Ems in Leer hatte das neue Kreuzfahrtschiff Jewel of the Seas zum Manövrieren nur 1 Meter Platz, als es ins niederländische Emshaven unterwegs war. Das Schiff fuhr mit eigener Maschinenkraft rückwärts, da es sich so in dem flachen Fahrwasser besser steuern ließ. Der 400 Millionen Euro teure Luxusliner hatte die Meyer-Werft in Papenburg heute Nacht um 3 Uhr verlassen. Auf dem Schiff können rund 2100 Passagiere untergebracht werden. Papst Johannes Paul II. Hat auf dem Petersplatz in Rom mit Gläubigen aus vielen Ländern den Beginn der Karwoche gefeiert. In seiner Predigt zum heutigen Palmsonntag erinnerte das katholische Kirchenoberhaupt an den Einzug Jesu in Jerusalem wenige Tage vor der Kreuzigung. An der Feier nahmen etwa 50.000 Menschen teil. Höhepunkte der Karwoche in Rom sind der Gottesdienst am Gründonnerstag und die Karfreitagsprozession. Und nun der Sport in der Tagesschau. Zunächst gibt's Fußball. Gerhard Delling. Und wir beginnen, meine Damen und Herren, mit einem rekordverdächtigen Spiel. Wenn Bremen nämlich gegen Freiburg gewinnt, dann haben die Werderaner nach 27 Spieltagen 20 Siege und 5 Unentschieden auf der Habenseite. Das haben nicht einmal die Bayern in den glorreichen 70er Jahren geschafft. Und wenn Bremen gegen Freiburg gewinnt, dann ist Werder die totale Nummer 1. Erster in der Gesamt-, auswärts und dann auch in der Heimtabelle. Und wenn alle damit rechnen, dass Werder sicher gewinnt, dann kommt's meist anders. Und zwar ganz schnell. Nach nur 22 Sekunden schockt Freiburgs Dennis Krupke die Bremer. 1:0 für den Außenseiter. Nur eine Minute später. Freiburg hat auswärts noch nicht einmal gewonnen, aber in Bremen hätten sie locker auf 2:0 erhöhen können. Bremens Trainer Schaaf stinksauer. Werders erste große Torchance erst nach 19 Minuten. Aber die sitzt. Ailton mit dem 1:1 Ausgleich. Es ist bereits sein 25. Saisontreffer. Die zweite Halbzeit. Werder klar überlegen, aber der beste Sturm der Bundesliga hatte heute einfach nicht seinen effektivsten Tag. Vorteil Bremen ab der 66. Minute, denn Freiburgs Bajramovic musste vom Platz gelb-rot wegen Meckerns. Doch trotz einem Mann mehr und mittlerweile 4 Stürmern auf dem Platz, es half alles nichts. Die auswärtsschwachen Freiburger entführen beim 1:1 einen Punkt aus Bremen.
Werder trotzdem weiter auf Meisterkurs. Und wenn Bremen noch zwei Spiele gewinnt, dann ist zumindest die Champions League schon mal sicher. Wenn Dortmund gegen Bochum verliert, dann ist die Borussia 6 Punkte von einem UEFA-Cup-Platz entfernt. Und wenn Dortmund gegen Bochum verliert, dann ist sogar der Ruhr-Rivale Schalke traurig. Denn dann bleibt der VfL Bochum die Nummer 1 im Pott. Wenn wir unser volles Leistungsvermögen abrufen, dann müssen wir klar gewinnen, sagte Matthias Sammer vor dem Spiel. Seine gelb-schwarzen Dortmunder versuchten es, Koller nach 9 Minuten zur Führung. Kurz darauf funktionierte die Abseitsfalle der Borussen jedoch nicht. Matzen alleine vor Vamüs, 10. Saisontreffer, 1:1, 14. Minute. Ein gutes Bundesligaspiel mit Vorteilen für den BVB, Gambino das 2:1 nach 30 Minuten. Torreich ging es weiter. Freistoß Frings, 3:1, bequeme Pausenführung. Bochums Trainer Peter Neururer wirkte dennoch gefasst. In der 53. Minute stieg Van Dijnhoven zu Rüde gegen Gambino ein. Den Strafstoß verwandelte Everton 4:1, der VfL wenig gefährlich. Dortmund mit dem ersten Sieg seit 5 Spielen, 4:1, wenn schon, denn schon. Die Tabelle zeigt, wenn Bremen jetzt nervös werden sollte, dann zu Unrecht. Immer noch 7 Punkte vor den Bayern. Dahinter Stuttgart, Leverkusen und Schalke als 5. der große Gewinner des Wochenendes vor Dortmund und Bochum. Freiburg bleibt auf 10, Wolfsburg 5 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Die belegen Frankfurt, Hertha und wenn Köln in 7 Spielen genauso viele Punkte holt wie in den 27 bisher, dann ist der Klassenerhalt sicher. Wenn eine Mannschaft zu wenige Punkte holt und nur selten gewinnt, dann verliert über kurz oder lang immer der Trainer. Das ist leider auch in Wolfsburg nicht anders. Wenn sich in Wolfsburg sonntags morgens um 10 Uhr Aufsichtsräte und Geschäftsführer im VW-Gästehaus Rotohof treffen, dann ist etwas im Busch. Krisengipfel in Sachen Trainer, Kameras und Presse unerwünscht. Nur ein Fotograf erwischt den Abgang von Trainer Jürgen Röber. Beurlaubung nach nur 13 Monaten. Und das ist der neue Mann, Erik Gerritz, Ex-Trainer aus Kaiserslautern. Der Belgier bekommt einen 2-Jahres-Vertrag und leitet schon am kommenden Dienstag das erste Training. Wenn Michael Schumacher auch den großen Preis von Bahrain gewinnt, dann kann die Konkurrenz eigentlich nur noch hoffen, dass er so ausgiebig feiert, dass er die nächsten Rennen verschläft. Wenn nicht antialkoholisches Rosenwasser statt Champagner die Siegesfreude etwas gedämpft hätte. Denn zu dominant war Schumacher im Wüstenstart mit seinem Ferrari unterwegs. 3. Sieg im 3. Rennen, davon der 2. Ferrari-Doppelsieg. Die Konkurrenz um Bruder Ralf haderte entweder mit den anderen Gegnern oder eigenen Problemen. Das ehemalige Weltmeisterteam McLaren-Mercedes erlebte ein rabenschwarzes Wochenende mit einem Doppelausfall. Und so ist weit und breit keiner zu sehen, der die Ferrari-Dominanz beenden könnte. Wenn man an den letzten deutschen Erfolg bei der Flandern-Radrundfahrt denkt, dann erinnert man sich an den Sieg von Rudi Altig vor 40 Jahren. Seit heute muss man aber auch Steffen Wesemann aus Sachsen-Anhalt nennen. Der 33-jährige T-Mobile-Profi gewann die 256 Kilometer lange 88. Auflage des Klassikers. Na, wenn das kein guter Abschluss ist, dann machen wir weiter mit Jan Hofer. Die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. April. In der neuen Woche erwartet uns typisches Aprilwetter. Über der Nordsee hat sich ein Tief eingenistet, das uns mit Regenwolken und kalter Meeresluft versorgt. Durch die Abkühlung sinkt in den nächsten Tagen die Schneefallgrenze. Auch der Wind bleibt sehr kräftig. Heute Nacht gibt es größere Wolkenlücken, aber es sind immer noch einzelne Schauer möglich. In den Frühstunden ziehen von Westen wieder neue Wolken heran, die uns mit kräftigen Regenschauern überqueren. Am frühen Nachmittag verschwinden sie nach Osten. Dann kann sich auch mal die Sonne kurz zeigen, bevor von der Nordsee schon die nächsten, zum Teil gewittrigen Schauer heranziehen. Dazu bläst ein mäßiger bis frischer, in Schauernähe stark böiger Wind aus westlichen Richtungen. Im Bergland und an der See auch einzelne Sturmböen. Heute Nacht Werte von 3 Grad am Alpenrand bis 7 Grad in der Lausitz und im Breisgau. Dort morgen bis 12 Grad, sonst 9 bis 11 an der Ostsee 8 Grad. Das wechselhafte Schauerwetter begleitet uns auch in den folgenden Tagen. Die Sonne hat nur kurze Auftritte, immer wieder gibt es Regen oder Graupelschauer. Oberhalb von 600 bis 800 Metern verwandelt sich der Regen in Schnee.